Grundgütiger! Habt euch schön Zeit gelassen. Die Dämonen versuchen, Zahnstocher aus mir zu machen und ihr fünf Pappnasen treibt euch hier in der Weltgeschichte rum. Rumtreiben ist das falsche Wort, wenn man fast vom Zombie-Pinguin aufgefressen wird. Mann, ein Mordspaß schlägt in Knast um Längen. Diese Art körperlicher Betätigung gibt's für ein Mädchen im Kittchen nicht. Okay. Hey, können wir einfach dieses beschissene Fleischpuzzle zusammensetzen und fertig? Es ist also wahr. Ich kann's nicht glauben. Meine eigene Vorfahrin, eine Kriegerin für die Mächte der Ewigkeit. Kalt. Warum ist mir so kalt? Es ist hier, das Urböse. Ich kann seine Kraft fühlen. Du, ich spüre etwas in dir, eine Art Verwandtschaft. Wer bist du? Ethan Ryan, Madam. Ganz sicher nicht zu Ihren Diensten. Er ist Ihr irgendwas. Ein Nachkomme. Ich kann die dunkle Seite in dir fühlen. Das Chaos in deiner Seele. Ich war eine Kriegerin des Lichts. Und das ist aus meinem Fleisch und Blut geworden. Du widerst mich an. Das kann ich nur zurückgeben. Es ist wirklich nicht fair. Technisch gesehen habe ich gewonnen. Ich sollte die Macht bekommen, um die ich gespielt habe. Aber wenn ihr das Urböse vernichtet, dann... Schweig still, elender Wicht. Ich würde selbst dafür sorgen, wenn ich könnte. Warten Sie, ich erledige das. Meinen Dank, edler Herr. Ich kenne diesen Ort. Hier bin ich gestorben. Aber wer seid ihr alle? Wir versuchen zu beenden, was Sie begonnen haben, Cassandra. Das Urböse zu vernichten. Ich bin Buffy Summers, die Jägerin. Eine Jägerin, ein Wink des Schicksals. Meine Seele ist verloren und ich darf den Hochdolch nicht länger führen. Aber du bist würdig, Jägerin. Er soll der deine sein. Das ist ja echt toll und so, danke. Aber wo findet Buffy den Hochdolch? Innerhalb der Festung. Dort wird er noch immer sein. Nur der, der würdig ist, darf ihn führen. Man muss aber keine Jungfrau sein oder sowas, hm? Das könnte echt ein Problem werden. Nein, nur einer kann gehen. Ein Auserwählter der Mächte der Ewigkeit. Es ist kein Auserwählter unter uns, doch die Jägerin kann seinen Platz einnehmen. Buffy muss alleine gehen. Tja, dumm gelaufen. Ja, diesmal schon. Ethan, was ist mit ihm passiert? Er ist einfach verpufft. Vielleicht hat das Urböse noch Pläne mit meinem verräterischen Ahnen. Das werden wir bald wissen. Da hat jemand schnitzen gelernt. Und da ich nicht durch Wände gehen kann, muss ich was anderes versuchen. Darf die Jägerin zum Spielen rauskommen?
Offenbar nicht der richtige Weg. Vergiss es. Du bist sowas von tot. Nein, ehrlich. Hey, du siehst aus, als könntest du Gesellschaft brauchen. Genau, was ich gesucht habe. Sieh an, und heute ist nicht mal mein Geburtstag. Sieht wie eine Gussform für Schlüssel aus. Schweres Gerät aus dem 12. Jahrhundert. Buffy, bang! Brrr. Eins zu null für die Jägerin. Was machst du denn hier? Zur Kapelle. Natürlich zu. Offenbar nicht der richtige Weg. Kleine Schwein, kleine Schwein. Na egal, ich finde schon einen anderen Weg. Oh.
Einige Kids brauchen eine Schmusedecke, um sich wohlzufühlen. Mir ist da ein scharfes Stückchen Holz lieber. Staub. Geschmolzenes Eisen ist wie Plätzchenbacken. Mit den passenden Förmchen kann ich alles machen. Schlüssel, Metall aufgießen, fertig. Ein Schlüssel. Ich wette, der passt sicher in irgendeine Tür. Aber der sieht so aus, als müsste er irgendwo an der Wand befestigt sein. Sieh an, und heute ist nicht mal mein Geburtstag. Vampire, nehmt euch in Acht. Genial, davon kann man nie genug haben. Stecken. Hey, Spitzohr, wo ist dein Kumpel? Go!
Hey, da hat jemand Schnitzen gelernt. Hallo du, wärst du gern um Kätzchen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Noch einer von diesen Kerzenleuchtern. Meine Mutter sagte immer, mein natürlicher Charme öffnet Türen, nur diese nicht. Buffy, Summers, Vampirjägerin, irgendein Wort, das du nicht verstanden hast? Der Star der Show ist da. Wir denn hier? Genau das Richtige gegen Beulen und Kratzer und lebensgefährliche Verletzungen. Was ein Mädchen braucht. Ein schöner, langer Schaft. Ups, das kam wohl falsch rüber. Du bist sowas von tot. Nein, ehrlich. Das hast du wohl nicht erwartet. Und da ich nicht durch Wände gehen kann, muss ich was anderes versuchen. Hey, da hat jemand Schnitzen gelernt. Ah!
für etwas Erste Hilfe. Was machst du denn hier? Kein Applaus, bitte. Schwefel? Ein Klumpen oder zwei? Naja, so kann ich sie sowieso nicht gebrauchen. Ich muss sie erst mal zermahlen. Yeah!